Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal, euer Carl Spiders wieder hier für euch am Start. Und wir kommen jetzt zu meiner Lieblingsfütterung. Und zwar zu der zukünftigen Riesen. Ich weiß nicht, ob ich das den Titel lasse, weil ich fand es eigentlich echt cool. Der Haupttitel ist ja Vogelspinnfutter und dann der Untertitel quasi, ja, die zukünftigen Riesen. Da sind jetzt noch einige dazugekommen. Ich rechne nur für euch, damit ihr Bescheid wisst. Alles, was so 9 cm Körperlänge plus erreichen wird, rechne ich dazu. Was könnte zukünftig noch das ein oder andere Tier dazukommen, aber. Dazu dann zu gegebener Zeit mehr. Ja, legen wir mal los. Also, bis gleich. So, und zwar machen jetzt neue Tierchen den Anfang. In diesem Fall jetzt Acanthoscuria geniculata, und da seht ihr sie schon. Ist noch weit weg vom Riesendasein. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Denn Acanthoscuria geniculata wurde mir zumindest gesagt, weil es sind ja meine ersten Acanthoscurias, ne? Sind richtig verfressen. Testen wir mal. Zack. Super. Danke für die Kooperation. Futtertiere wegstellen. Möglichst nicht hier dran wackeln. Dann zapp, zapp, stellen wir den Napf hier wieder rein. Da sieht man direkt, zack. Geht's in ihre Höhle, die sie ja schon so ergiebig gebuddelt hat. Und damit hätten wir Nummer 1 gefüttert. Ist doch schön, wenn es so einfach läuft. Das Gute, was ich bei denen halt finde, ist halt einfach, dass sie so präsent sein sollen. Lass uns mal überraschen, wie das sich so in Zukunft verhält. So, die nächste wartet auch schon auf ihr Fütterchen. Ne, das wäre zu groß. Noch mal das hier. Hat die jetzt im Flug gefangen? Nee. Ich wollte schon sagen, das wäre krass gewesen. Der hat sich jetzt hinter den Wassernapf versteckt. Das wollen wir nicht so sein, ne? Also natürlich direkt Sicherheit bringen. Kannst du natürlich auch machen, ne? Also ich werde es jetzt nicht klauen. Schabe ist nicht so mein Leibgericht. Kann mal ein bisschen näher ran, würde ich sagen. Ne? So, mal scharf stellen, bitte. Einfach richtig schön. Das ist halt einfach ein Must-Have, oder was sagt ihr? Also die stand halt schon einfach auf meiner Liste. Und ich habe ja auch ein ganz kleines Tier, kennt ihr ja schon. Will ich auch später noch füttern. So, ich gebe euch jetzt mal einfach 5 Sekunden, um die Spinne zu finden. Sie ist auf jeden Fall hier im Bild. Na, habt ihr sie? Nein. Ich weiß, war ein bisschen unfair. Also ja auch Spaß machen. Hier ist nicht los. So. Hast du dich gehäutet oder warum hast du jetzt nicht so die Lust? Na gut, vielleicht will sie sich häuten, ne? Kann natürlich auch sein. Ist ja nicht schlimm. Manche sind ja auch etwas schüchterner. Ich habe ja insgesamt 6 Stück. Können ja nicht alle gleich sein, ne? So, dann haben wir das nächste Prachtexemplar. Ist ja viel zu groß.
Das ist auf jeden Fall geschnappt. Man kennt es ja bei Dubias, ne? Aber das ist halt. Ach, jetzt. Irgendwann bewegen sie sich und dann weiß die Spinne auch, was Phase ist. Die können nicht Ewigkeiten da so rumsitzen, ne? Da sieht man es auch mal schön von oben. Mit weißen Beinchen. Ich bin mal gespannt, wer von den sechs das Potenzial, beziehungsweise sieben habe ich ja, das Potenzial riesig zu werden. Also richtig riesig. Einfach so ein richtig schönes, großes Prachtweib. Ach, das wäre wundervoll. Ich will wieder ein bisschen raus. Ist auf jeden Fall schärfer, komischerweise. Einfach klasse. Ich meine, klar hätte ich die auch noch in den kleinere Dose packen können hier. In die Größe hier, die 0,65er. Aber das passt ja auch so. Man sieht es ja, ne? Also, das ist halt die Art an sich. Die haben halt jetzt nicht so die Bammel. Die sitzen halt auch die ganze Zeit präsent. Zumindest aktuell noch so, wie ich es gesehen habe. Es sind ja noch zwei, die fehlen. Die ganz kleine, die ist immer versteckt, die noch in der 500 ml Dose ist. Aber die hier, die größeren, die sind auf jeden Fall präsent bisher. Ja. So, haben wir die nächste hübsche am Start. Geben wir erstmal ein bisschen Wasser. Ich finde es bemerkenswert, dass sie der kleinen Größe schon ihre schöne Farbe haben, ne? Muss ich ehrlich sagen. Oh, das hat sich schon geschnappt. Sehr schön. Sieht halt auch wieder, ich mache das halt immer gleich, die Setups, ne? Kennt ihr ja schon. Aber ich finde, das sieht halt auch einfach schick aus. Und für die Tiere ist es halt auch klasse. Weil ihr seht, ich habe die Blätter ja nicht klein gemacht, ne? Aber die Tiere machen es halt für sich. Die machen sich die in die Größe, die sie brauchen, und nutzen sie so als Versteck oder so. Habt ihr letztens bei dem Skorpion gesehen. Ist auch richtig cool, wie der sich da so drunter versteckt hat. Und genau deswegen versuche ich halt, eine Tuna einzurichten, aber trotzdem effektiv zu halten, ne? Und ich denke, dass ich damit, so wie ich es aktuell mache, eigentlich echt ein gutes Maß gefunden habe. Zumindest bin ich aktuell damit sehr zufrieden. Ja. Aber ihr kennt mich ja. Ob es so bleibt, wer weiß das schon. Denn der Wandel ist immer was Gutes. Oh, was ist denn da passiert? Die ist ja auf einmal so riesig. Yep. Das ist nämlich die, die ich vom lieben David bekommen habe. Die anderen, die waren von Amadou. Und die von David ist halt schon ein bisschen größer. So ein bisschen viel. So viel, dass ich die wahrscheinlich demnächst auch schon umsetzen kann. Okay, hier in der Babybox brauche ich jetzt nicht gucken. Apropos Babybox, wenn ihr euch fragt, was ich damit meine. Das ist halt die Box, wo ich nach dem Saubermachen die Jungtiere reinpacke. Und weil die halt sich nicht immer so leicht vom Kot trennen lassen. Ich habe auch sehr oft schon irgendwo gelesen, ja, schmeiß einfach weg, ist nichts Schlimmes. Also es sind schon locker immer so um die 50 kleinen Bibidubias drin, ne? Also das muss man schon sagen. Die hat auf jeden Fall auch gut Hunger. Ein richtig schönes Tier. So, frisches Wasser haben, hat er dann auch wieder. Fließt der Schilizian, ne? Und das, was ihr hier gerade seht, ist ja so mit am coolsten, wie diese weißen Knie so auf einer Reihe sind, ne? Dann siehst du den noch so, ach, auf einer Augenweide.
Ich habe letztens bei Tiny Venoms sein großes Weibchen gesehen, was leider verstorben ist. Das war auch einfach ein richtiges Prachtweib, ne? Also so richtig schön dunkel mit diesen hellen weißen Knien, weil hier ist das ja noch eher so. Ja, auf die Kamera kommt es zwar weißer rüber als in echt, aber in echt ist es halt so rötlicher. Also noch ein rötlicher Touch auch in den Beinen, auch in dem Weiß. Und nachher ist es halt ein richtig schön dunkles Schwarz mit weißen Lecks. Einfach richtig hübsch. Lassen wir sie erstmal in Ruhe fressen und machen mal weiter im Text. Ne? So, was die Tiergröße angeht, werden wir jetzt immer größer. Was haben wir denn hier? Ist das denn? Nein, ich habe mich nicht erschreckt. Ja, aber ich habe damit gerechnet, aber ich hatte Angst, dass sie jetzt in die Pinzette beißt. Aber ja, ein bisschen habe ich mich auch schon erschreckt. Muss ich ja zugeben. Aber na, wer von euch hat sich auch erschrocken? Da die jetzt schon etwas dicker ist, kriegt sie mal was Kleines. Also ich verstehe halt nicht, dass manche sagen, so du, das Füttern ist ein Problem, weil ihr seht, die Spinnen kriegen das schon mit, wo das Futtertier ist, und die kriegen auch schon mit, wenn das Tier sich bewegt und schnappen sich es dann. Ne? Also, das ist jetzt aber auch kein Problem. Für mich sind, bleiben und waren immer Dubias die besten Futtertiere für Wirbellose. Je nachdem, muss man sagen, auch so Scheibenkletterer für Baumbewohner sind auch nicht zu verachten. Da probiere ich noch mit den Dubias aus. Also muss das passen von der Beleuchtung. Mit den Dubias aus, ob das bei denen auch so gut funktioniert oder nicht. Was hast du denn jetzt da? Ach, der hat jetzt nur zugebissen und wartet jetzt. So kann man es natürlich auch machen. Auf jeden Fall sehr interessant, sowas zu beobachten. Aber gut, sie wird das schon machen. Da vertraue ich auf sie. Wird sie trotzdem mal als nicht gefressen rumsch hinstellen, damit ich ja nochmal nachschaue, ob sie da jetzt fressen wird oder nicht. Weil es sah so aus, als hätte sie Bock. So, dann mal die nächste Lassiodora Paribana. Die ein bisschen schüchterner ist wie ihre Schwester. Aber gibt es ja was. Und das denn? Ist ja gut. Ja gut. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Da ist auf jeden Fall auch schon die Beinchen dran. Ein bisschen schwächere Beleuchtung. Und zack. Wird sich gegönnt. Also mich wundert es auch, dass sie jetzt so viel gebuddelt hat. Also wenn wir mal schauen. Gehen wir mal ein bisschen raus hier mit dem Zoom. Tap, tap. Also schon ordentlich gegraben. Tut mir jetzt leid, aber das war dann halt ein bisschen für die Katz, weil morgen wird umgezogen. Weiß ich ja, die Tiere, die sind jetzt mittlerweile so groß. Ich meine, es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, nee, da geht noch, kannst du noch ein halbes Jahr drin halten, Junge. Aber ich habe ja die Boxen da, die sind schon eingerichtet. Ich habe es nur zeitlich bisher noch nicht geschafft. Da kommt auf jeden Fall ein Rehousing. So, und was kommt jetzt hier reingeflattert? Natürlich die Theraphosas. Fehlen ja noch. Ja. So, gehen wir mal ein bisschen näher rein hier. Ja, die Gute hat letztes ein bisschen umstrukturiert. Meinte irgendwie ihren Napf rumtragen zu müssen. Habe ich leider nicht auf Kamera, weil ich einfach so. Das war einfach zu lustig. Sag ich euch ehrlich, wie es ist. Also, wie die da so das Ding da rumgetragen hat, das war schon echt gut. Aber nicht schlimm, deswegen machen wir das Teil jetzt mal da oben in die Ecke.
Schau mal, ob sie da besser gefällt. Weil wenn sie es da hingetragen hat, ne? Einer Frau wollen wir da nicht reinfuschen, was die Einrichtung angeht. Das endet nie gut. Jedermann weiß. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Ja, die ist ja gut aus einer Größe, ne? Gucken, ob sie dann fressen will. Natürlich will sie fressen. Schaut euch das an. Wunderhübsch. Müsste die Nummer 5 sein, ne? Ja, das ist auch ein bestimmtes Vibe. Guckt euch das an. Geht schon immer mehr Richtung Adultfärbung. Oh Mann, der war so wunderschön. Ich meine, guckt es euch an. Also, wie kann man die nicht geil finden, ne? Das ist halt einfach. Ich freue mich schon drauf, wenn ich dann die anderen beiden Arten der Gattung nochmal habe. Also Apophysis und Blondie. Dann habe ich alle drei Riesen komplett. Ich kann mir auch nicht entscheiden, was ich am schönsten finde, ne? Also ich setze mich hier hin, mache für euch die Videos und freue mich einfach an jedem einzelnen Tier, ne? Weil ich sie alle so klasse finde. Ich würde auch keins hergeben. So, hier wäre das nächste wunderschöne Tier. Und ich merke gerade, ich habe schon wieder vergessen, mir Handschuhe anzuziehen. Okay, ist ja gut. Ich gebe dir ja lieber voll was zu essen. Tut mir leid, ich wollte dich nicht veräppeln, mein Guter. Das ist auch schon gut umgefärbt, ne? Also jetzt mit der letzten Häutung. Also ich würde sagen, die Nummer 5 war denen eine voraus, aber jetzt, wo die sich alle gehäutet hatten in den letzten Wochen, sind sie jetzt auch alle, weil ihr seht das ja hier an der Maske über den Augen. Die haben sie alle jetzt schon. Zumindest, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder eine nicht. Ich meine, ein oder zwei werden nur noch heute hinterher. Da müssen wir gleich, sehen wir ja gleich. Müssen wir gleich mal gucken. Aber das seht ihr halt auch, ne? Also, wenn die da so sitzen, so klein, entspannt. Denkt man gar nicht, wie groß die wirklich sind. Aber wenn die dann loslegen und sich dann da so zu fressen aufsetzen, ja, das sieht man auf jeden Fall, die müssen umziehen. Boah, wie das Gift da aus der Schilzerre läuft. Seht ihr, glaube ich, gar nicht, oder? Wenn ich kann mal gucken, ob ich das schwach beleuchten kann. Dass ihr das seht. Das ist genauso aus seinem. Einfach so heftig. Doch jetzt hier seht ihr diesen Tropfen am Rücken von der Schabe. Auch gehört, oder? Das Knacken. Boah. Ich will gar nicht wissen, was da für eine Kraft hintersteckt bei denen. Ne? Vor allem dann Adult nicht, ey. So, die nächste Wunde. Ist sogar diesmal ein Vibe. Aber ich glaube, das war die, die noch eine Häutung hinterher ist. Da können wir mal gucken, ob die fressen möchte. Aber ich denke nicht. Der Moment der Wahrheit. What the? Ah ne, die ist ja nur reingelaufen. Ich dachte schon, die hat sich die jetzt so schnell. Ja. Hi. Na, seht ihr? Die hat die Maske jetzt nicht. Also, die ist noch eine Häutung hinterher. Ja. Dann wird das die sein, wo ich dachte, dass die sich bald häuten wird. Oder die da nicht drauf geht. Würde das auch bald tun. Aber das ist ja auch das Gute bei Dubias. Ich mache mir jetzt nicht den Akt machen, das Tier zu nerven und die Dubia rauszuholen. Ich mache das einfach. Ich weiß nicht, lasse ich die jetzt noch einmal sich da häuten, bevor ich sie umsetze. Das werde ich mir überlegen. Ansonsten hole ich die einfach morgen beim Umsetzen raus, die Schabe, und dann ist gut. Aber ich denke, die ist jetzt noch nicht irgendwie
so verfärbt, dass ich jetzt sagen würde, die häutet sich jetzt die nächsten Tage. Der Arsch ist jetzt auch noch nicht komplett schwarz, aber es fängt halt schon an, seht ihr das? Da im Brennerspiegel. Es fängt schon langsam an, dunkler zu werden. Das ist nicht der Brennerspiegel an sich, sondern. Wisst ihr, was ich meine, ne? Schönes Tier, ey. Oder ist das nur der Brennerspiegel? Ne, das sieht halt aus, als würde unserem Brennerspiegel auch der Popo langsam dunkel werden. Ach, guck mal, das hat sie zugeschlagen. Die gute Frage ist jetzt aber, wo hat die hübsche Maus? Gut, das war ein einfaches Suchspiel. Nächstes Mal kannst du auch ein bisschen schwieriger machen, Mäuschen. So, mal ein bisschen runterdrücken, damit das ja auch wieder richtig steht, ne? Ja, gut. Seht ihr da die Füße rausgucken? Hier. Also, was die da gemacht hat, verstehe ich auch nicht. Ihr wisst ja, wie ich das immer mache. Und sie hat anscheinend darunter gegraben und dann da hinten wieder einen Eingang. Hier vorne zugemacht. Ja, gut. Aber ich finde das so interessant, ne, was da die Tiere teilweise machen. Das ist halt natürlich auch wieder ein Weibchen, denn die haben ja eh einen eigenen Kopf. Oh. Ach, Freunde, ach, schon spät. Nehmen wir mal die Größe hier. Upsala. So, schauen wir mal, ob sie Hunger hat. What the fuck? Ja gut. Scheinbar ist sie auch noch eine Haut hinterher und will sich jetzt demnächst häuten. Weil das ist halt immer das. Das ist das Gute bei den Terrafosas. Sobald die nicht aufs Futter draufspringen wie verrückt, weiß man, die häuten sich. Na gut. Aber das ist für mich schon. Ich weiß nicht, was sagt ihr? Das könnte schon hier ein Häutungsteppich sein, oder? Wenn man das so sieht. Ich glaube, die letzten zwei Tiere werde ich auf jeden Fall erstmal noch hier drin lassen, bis sie sich das nächste Mal gehäutet haben und dann umsetzen, denke ich. Weil ich will jetzt nicht die umsetzen, dass sie nichts hat und nee, das wäre mir, da wär mir das Risiko so hoch, dass da irgendwie was ist. Ja. Die zwei werden auf jeden Fall dann erstmal noch da drin gelassen. So, die letzte Terrafosa im Bunde. Na, die hat auf jeden Fall Hunger. Sehr schön. Ha, das ist jetzt doch richtig im Kopf, dass es nur zwei waren, die sich jetzt demnächst häuten möchten. Aber die hat auch gut umgesetzt, sieht den Arsch, der ist jetzt gar nicht mehr so. Ah ne, das habe ich mir bestimmt auf YouTube nicht sagen, Entschuldigung. Der Popo ist auch schon kleiner geworden. Würde mich also nicht wundern, wenn die sich vielleicht. Warte mal. Ja, sah nur so aus, ne? Ja. Vielleicht gehäutet hat, aber scheinbar hat sie jetzt nur gut die Nahrung verwertet und in Wachstum gesteckt. Ich kann es euch halt auch nur empfehlen, ne? Wenn ihr merkt so, oder wenn ihr jetzt sowas habt wie ich, dass die Heizung auf einmal ausfällt, einfach mal 2 Wochen Pause machen, bis alles wieder fluppt. Ist gar kein Problem, das tut den Tieren auch gut, ne? Die müssen ja nicht die ganze Zeit fressen. Wenn wir darauf achten, so dass die Verhältnisse von Carapax zu Abdomen im ausgewogenen Verhältnis von 1 zu 5, 1 zu 5. Das wäre krass. Entschuldigung, von 1 zu 1,5 oder 1 zu 2 sind, ne? Damit soll man wohl ganz gut fahren, habe ich gehört. Und jetzt gibt es aber noch eine kleine Überraschung. Und zwar, die Leute, die meinen Bestand kennen, werden wissen, was jetzt kommt. Beziehungsweise die fleißig Unboxings immer gucken. Wo ist er denn? Dahin. Hier.
Alter Schwede. Hört ihr das? Boah, Alter. Guck mal, ob ich die Box drehen kann. Also da hat jemand auf jeden Fall Hunger. Definitiv. Ach ja, weil ich es nicht erwähnt habe, Xinestis Imanes, meine lieben Freunde. Aber die Profis unter euch haben das wahrscheinlich schon erkannt. Mit dieser wunderschönen Färbung oben auf dem Körper. Da mache ich jetzt mal ein bisschen näher ran. Dann könnt ihr auch die Ware schön mal bewundern. Ich finde das einfach so wunderschön. Ne? Das ist einfach der Hammer. Da hoffe ich einfach, dass es ein Weibchen ist. Ich habe es jetzt unbestimmt gekauft. Weil David sich dann noch nicht die Mühe gemacht hatte, nachzuschauen. Kann ich auch verstehen, ist ja auch nicht immer so easy, eine Haut zu kriegen, die nicht komplett zerfleddert wird. Kennen wir ja alle. Deswegen mal abwarten und gespannt sein, was wir da für ein Geschlecht haben. Ne? Das ist halt auch so eine 1200 Liter Box vom Action. Schauen wir mal hier. Ganz spartanisch eingerichtet, aber trotzdem halt, was das Tierchen braucht. Ich hatte keine Kochröhren mehr, deswegen habe ich so kleine Blumentöpfe halbiert und in den Untergrund eingefügt. Ihr werdet im nächsten Video dann auf jeden Fall sehen, dass es auch sehr, sehr gut angenommen wird von den Tieren. Bei denen das eigentlich egal ist, aus welchem Material es ist. Es ist halt nur für uns optisch. Die gute Dame hat auf jeden Fall Hunger. Ihr kennt das ja, einfach immer sagen, es ist ein Mädchen, dann wird es auch ein Mädchen. Oh, schön. Ja, das Tier. Einfach wunderprächtig. Muss ich auch sagen, ich mache mal eben die Abmod. Und dann war es das auch schon wieder. So, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute waren ja ein paar mehr jetzt bei den Riesen dabei. Ich hoffe, euch gefällt auch die Einteilung so, dass ab 9 cm Körperlänge am Ende, dass ich die damit reinnehme bei den Riesen hier. Ich versuche halt momentan ein bisschen die neuen Tiere einzugliedern, die Formate jetzt von den Fütterungen. Aber das kriegen wir schon hin. Und ihr habt ja auch letztens alle abgestimmt, dass ihr unbedingt die Fütterungsvideos mittwochs wollt. Und dann mache ich das natürlich gerne für euch. Das ist zwar ein bisschen Aufwand zum Schneiden und so, aber macht halt Spaß. Also ich finde es toll. Mir macht Spaß. Aber wenn dann von euch das Feedback kommt, so, ja, können wir gerne weitermachen. Immer auch super. So, meine Lieben, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, gute Nacht. Schlaft schön. Träumt was Schönes. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.